Es ist wieder Mittwoch und ihr wisst, was das heißt. Hier ist eine weitere Folge 0 zu 1 Million Hardcore und es geht weiter in der neuen Welt. Dieses Mal mit der Schokolade, also eine andere Ware, die die Investoren fressen wie sonst was. Also wie die gesund leben können, kann ich mir auch nicht erklären. Die Folge geht eine komplette Stunde, einfach weil es mega Bock gemacht hat heute. Ich wollte gar nicht aufhören aufzunehmen. Und ja, deshalb labere ich gar nicht weiter lange rum. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da. Wir starten rein. Let's go! Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbankdachsen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim 0 zu 1 Million Hardcore Projekt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute, wir haben ja in der letzten Folge uns um das Thema Kaffee gekümmert, waren da auch relativ erfolgreich. Ne? Wie gesagt, das ist unsere komplette Kaffeeproduktion für 1 Million Einwohner. Für 1 Million. Das hier. Insane. Wir müssen einmal noch die Lagerhäuser upgraden, weil dann das Ganze auch halbwegs funktionieren wird hier. Sonst haben wir ein bisschen Stress. Aber wir wollen heute genau da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und das sind Verbrauchsgüter aus der neuen Welt. Das heißt, das ist zum einen Schokolade und das sind zum anderen noch Zigarren. Wir müssen für ein bisschen mehr Einfluss noch sorgen. Das werden wir aber hier auf unserer DAX-Bau-Hauptinsel noch machen. Denn dann haben wir alle Waren zusammen, um Investoren auch gleich zu Hochhäusern aufsteigen zu lassen. Uns fehlt ja aktuell, gut, theoretisch fehlen uns aktuell keine Zigarren. Warum? Wir kaufen die und das sind nicht so viele, aber Schokolade müssen wir auf jeden Fall produzieren. Und weil wir natürlich ja das Ganze direkt nachhaltig machen wollen, also gleich dafür sorgen wollen, dass wir dann die neue Welt auch, die neue Insel hier hinten versorgen können, wo wir ja letztes Mal schon die Planung angefangen haben, kümmern wir uns dann auch nochmal direkt um das Thema Schokolade jetzt. Dafür brauchen wir halt, wie gesagt, erstmal noch ein bisschen mehr Einwohner. Dafür brauchen wir halt zum einen auch mehr Schokolade. Dafür senken wir erstmal den Schokoladenverbrauch, indem wir jetzt den Ingenieuren mal den Verbrauch verbieten. Und jetzt sind es immer noch 8 Tonnen. Also wir können quasi immer nur aufsteigen lassen, wenn hier oben von Madame Kahina gerade mal das Schiff wiederkommt. Um das Thema Geld mache ich mir eigentlich nicht so Sorgen. Ja, okay, wir haben ja immer mal wieder so kleinere Probleme, aber das ist größtenteils, wenn wir Streiks drin haben, dann zahlen wir noch weiter unseren Unterhalt, kann ich mir gut vorstellen. Und wir kriegen einfach nicht so viele Einwohner. Ach, guck mal hier. Da sind sie doch. Sehr schön, können wir direkt auf Stufe 2 hochhauen. Hier dem fehlt das Kaufhaus, aber das ist nicht so schlimm. Und auch noch auf Stufe 3, denn da kriegen wir dann erst den zweiten Einflusspunkt. Ich mache jetzt hier gerade noch nicht Ingenieure dazu, weil die Ingenieure bringen ja genauso einen Einfluss wie die Investoren auch. Und da könnte es sonst eventuell leichtere Probleme geben. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir keine Einkaufspassage mehr und alles andere hat sich damit eh automatisch erledigt. Können wir erstmal aufsteigen lassen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin mit unserer Polizeiwache auf Dauer. So, wir haben jetzt 39 Einfluss. Wir haben ja nebenbei immer noch so ein bisschen hier unser Fußballstadion am Laufen. Ja, da gibt es immer noch mal den einen oder anderen Einflusspunkt. Jetzt haben wir halt genug, dass wir nochmal so ein, zwei Handelskammern hier oben hinsetzen können. Ich will die auch direkt hier oben hinsetzen. Da steht so richtig dumm. Jetzt haben wir das getrennt, das ist noch dümmer. Aber hier ist, denke ich, ganz praktisch. Denn ich habe kalkuliert, wie jedes Mal natürlich. Und wir kalkulieren ja, wir haben ja Schokolade. Und wir kriegen ja so ein bisschen was über unsere Kaffeeproduktion. Und wir benötigen auch noch ein bisschen was für die Eiscreme später. Vorausgesetzt, wir bauen Eiscreme. Eiscreme bringt uns 24.000 Einwohner mal gerade. Das ist nicht so viel und das ist ziemlicher Pain zu produzieren im Vergleich zu Mezcal. Mezcal ist relativ einfach. Aber wir lassen uns erstmal drin. Wir planen damit erstmal. Und dann gucken wir mal weiter. Schokolade produzieren wir mit Salvador im Standhaften, logischerweise. Gennaro Garibaldi und Charlotte der Schokoholikerin. Man könnte alternativ auch den Qualitätsschokolatier nehmen. Da brauchen wir keinen Zucker, sondern wir brauchen Kaffeebohnen und kriegen ein bisschen Kaffee extra. Dann will Charlotte die Schokoholikerin rausnehmen und den Qualitätsschokolatier reinnehmen. Dann müssen wir uns irgendwo noch 80 Tonnen Kaffeebohnen besorgen. Würde im Gegenzug aber wieder bedeuten, dass wir
Na, immerhin 26 Tonnen extra Kaffee bekommen, aber wir brauchen auch noch Zucker später für Mezcal zum Beispiel. Und deshalb gehen wir mit dem Setup, weil es eigentlich, ne, also ja, okay, wir brauchen dann keinen, aber wir produzieren einfach ein bisschen Zucker. Das sollte kein Problem sein, weil wir gar nicht so viel Platz brauchen dafür, weil es halt relativ geringe Tonnagen sind. Wir gucken einmal rein in die Schokoladenfabrik, heißen die, glaube ich. Ich habe ewig keine Schokolade mehr produziert. Ich denke, das merkt man daran. Wir haben 100% über Salvador, wir haben über Gennaro Garibaldi nochmal 50% und über Charlotte nochmal 40%. Macht insgesamt 140 plus Strom 240, macht 340% Produktivität. Heißt für uns, wir brauchen 12 Schokoladenfabriken. Das wird Charlie sicherlich freuen. Dann gucken wir erstmal, wie groß die sind. Wie gesagt, ich habe ewig keine Schokoladenfabriken gebaut, weil das importiert man halt. Also ich zumindest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und Nummer 12. Können wir sogar noch eine Feuerwehr hier ranstellen. So haben wir auch überall Strom. So. Und das war's ja schon. Ja, ist ja so einfach ist es ja. Jetzt müssen wir einmal gucken, bevor wir unsere Zuckerproduktion dafür planen, für was wir alles Zucker brauchen und was wir da für Items reinstecken. Wir brauchen für Mezcal zum einen Zucker. Wir klippen Mezcal. Nicht in diesem Spielstand ist mir gerade aufgefallen, weil wir brauchen dafür so viel Handelskammern, das können wir uns ja gar nicht leisten. Wir bauen Eis, da brauchen wir auch Zucker. Dann nehmen wir Charlotte, die Schokoholikerin und Gennaro Garibaldi und schneller reich werden rein. Und ich meine, das war's dann schon. Kaugummi braucht auch Zucker, aber das ist quasi zu vernachlässigen. Ich weiß gar nicht, habe ich die sogar geklippt hier? Ich glaube nicht, ne? Ich habe ja hier schon... Ich habe in einem anderen Spielstand schon welche stehen. Dann nehmen wir das Clipping auch mal raus. Dann brauchen wir hier nochmal 13 Tonnen Zucker. Das heißt, wir haben jetzt hier Zucker, einen Bedarf von 53 Tonnen noch, nachdem alles auch wiederkommt, weil jede Produktion außer Mezcal schmeißt uns auch direkt wieder Zucker raus. Das ist ja eigentlich ganz schön. Und dann gehen wir einmal rein in die Zuckerraffinerie. Und wir sehen, die Auswahl ist so mittel. Ne? Wir nehmen Feras mit, wir nehmen den Elmas elektrischen Ofen, dann nehmen wir noch eine Druckerpresse oder so. Und dann haben wir es auch schon. Mehr geht da gar nicht. Ne? Das heißt, wir haben 90, 115, 215%, 315%. Heißt, wir brauchen 9 Stück. Das geht. Das ist machbar. Ne? Da kommt man mit klar. Hier würde ich gerne Zigarren produzieren. Können wir hier ja Zucker produzieren. Obwohl, ich bin ein Freund davon, Produktion zu trennen. Das heißt, wenn ich hier Schokolade produziere, produzieren wir jetzt woanders den Zucker. Weil ich nicht will, dass die irgendwie sich gegenseitig beliefern. Das finde ich immer so ein bisschen nervig. Das heißt, hier machen wir jetzt Zucker. Ja, hier steht noch eine Kaugummifabrik, aber damit kann ich leben. Was hatten wir gesagt? Wir hatten gesagt, 9 Stück. Okay, sehr schön. Muss ja überall sein. 9 Stück sind eh nicht viel, ne? Also 1. Ich glaube, wir können die sogar ganz hier an den Rand bauen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ich baue ein mehr, haben ein bisschen Puffer und gut ist. Und da haben wir sie auch schon, unsere Zuckerproduktion. So, die fahren jetzt alle da hinten zum Lagerhaus. Logischerweise, weil ich die nicht ausgebaut habe, aber es ist nicht schlimm. Und dafür müssen wir auch noch Zuckerrohr besorgen. Ne? Das hier ist jetzt noch nicht so viel, aber ich plane quasi von oben runter. So, jetzt haben wir für unsere Schokoproduktion, wir haben das stehen, wir haben
das theoretisch stehen. Dafür brauche ich noch mehr Obreras. Langfristig, kurzfristig auch, aber... Ah ne, der Stand wirkt schon, das ist die Samba-Schule. Samba-Schule, okay, da habe ich das verwechselt. So, wir brauchen noch ein bisschen mehr davon. Wir könnten noch mal ein paar Artistas wieder absteigen lassen. Wir brauchen einfach Obreras. So, hier können wir schon mal selber... Ah ne. Wir brauchen ja Artistas, guck mal. Dank Salvador dem Standhaften benötigen wir Artistas. Haha, nice. Charlotte, die Schokoholikerin, habe ich noch nicht. Die können wir uns gleich mal ziehen. Und wir können hier gleich mal gucken, ob wir Gennaro Garibaldi schon frei haben. Da ist er doch. Den brauchen wir gleich zweimal. Den brauchen wir nämlich auch nochmal für Eiscreme. Dann können wir gleich nochmal den Elmas elektrischen Ofen hinterher schieben für Zucker. Wir können nochmal 1, 2, 4, das ist Rami und 1, 2 innovative Druckerpressen anstoßen. So. Das heißt, Zucker haben wir theoretisch, praktisch noch nicht wirklich, weil der Input ja fehlt. Ne? Also wir, wo haben wir denn hier Zuckerrohr? Hier, erstes Tabak. Ha. Irgendwo holt sich auch Zuckerrohr. Aber ich habe keine Ahnung, wie Zuckerrohr aussieht da. Ja, also wir produzieren 20, wir brauchen 76 Tonnen. Das machen wir aber alles. Das können wir auch hier auf Manola machen. Dafür sollten wir Platz haben. Hier unten können wir die Bananen mal wegdrehen, wenn ich Fruchtbarkeit anpassen hätte. Habe ich aber nicht. Schade. Dann machen wir das mal zuerst. Denn hier unten will ich auf jeden Fall zumindest noch Kakao produzieren. Weil ich habe ja hier eh den Tankhof stehen. Ne? Also Kakao können wir hier auf jeden Fall machen. Das heißt, ich drehe den Mais weg und ich drehe noch die Bananen weg. Dann kann ich auch noch Zuckerrohr, Tabak produzieren. Das geht relativ gut. Wir stellen dafür einfach mal hier eine Handelskammer hin. Ne, wir brauchen davon ja auch gar nicht so krass viele. Das heißt, wir haben ja hier unsere Kakaofarm. Hier, Kakao. Und da haben wir ja schon Traktor und Düngersilo drin. So. Das heißt aber auch nur noch 12 Stück. Das ist aber noch nicht mit der vollen Produktionssteigerung. Da nehmen wir ja auch noch den Gartenbauer Hermann mit rein. Für weniger Felder. Feras Aserami und ein Wunderpflug. Das heißt, wir sind erstmal hier bei 0 Arbeitskräften. Gartenbauer Hermann bringt uns 20%, meine ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah, wir haben hier sogar einen Ali, also hier mit drin. Ne? Na gut, der könnte... Ne, wir machen es mit Ali. Mit Ali ist besser. Nehmen wir Ali, also hier. Die beiden zusammen liefern 50%, der Wunderflug liefert nochmal 50%, macht 100. Plus Arbeitspensum macht das 550% Produktivität. Und dann brauchen wir mal gerade 9 Farmen. Das kriegen wir hin. Ich hätte jetzt fast die Dinger da kopiert. So, Kakaoplantagen, die sind ein bisschen größer. Das ist aber nicht so schlimm. Wir müssen einmal, warte mal, ich glaube, wenn wir die nicht in der Blaupause... okay. Müssen das Ding einmal ausbauen, damit wir einfach sehen, wo hier die Grenzen sind. Und wie gesagt, 9 Stück. Heißt übrigens auch im Umkehrschluss für uns 3 Lagerhäuser, ne? So. Erst das Düngersilo. Dann die Traktorscheune. Das gleiche hier. Kann ich hier nicht? Das ist ja nervig. Aber so geht das immer noch. So. Jetzt müssen wir einmal gucken. Haben wir hier einen Gartenbau Hermann? Yes, haben wir. Sehr schön. Dann bauen wir einmal ein Produktionsgebäude aus, damit wir erstmal sehen, wie viele Felder wir überhaupt brauchen. 166 nämlich. So. Und jetzt geht es erstmal dran, hier Felder reinzuziehen. Wir haben ja eigentlich alles am Baumaterial. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, haben wir auch. Wir stellen die gleich mal, wir pausieren die gleich mal, damit die hier nicht uns die Arbeitskräfte klauen. Und jetzt füllen wir erstmal einfach diesen ganzen Bereich hier. Immer Schritt für Schritt, dass wir immer so ein bisschen Überblick haben, wie unser Platz hier oben aussieht. Weil hier ist auch irgendwann voll, ne? Das sehen wir ja. So, Nummer 3 und 9, Nummer 4, Nummer 5. Können wir auch einfach eigentlich kopieren hier.
Wichtig ist eigentlich nur, dass hier nochmal ein Lagerhaus reinpasst. Sieht aber gut aus so. Okay. Es sieht jetzt ein bisschen komplex und dumm gebaut aus. Ist es vielleicht auch... Wessen Felder sind das? Von dem hier. Oh. Die sind ja total dämlich. Aber so kriege ich halt wirklich maximal... Es ist jetzt sogar, sind sogar zu viele Lagerhäuser so. Aber so kriege ich ja immer ein paar Lagerhäuser rein. Und damit ist eigentlich nie was falsch. So, bauen wir mal aus. Können wir gleich mal pausieren. Könnten wir nur langsam mal anschließen hier. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt hier Nummer 6. 7, 8 und 9 kriege ich hier schon irgendwie hin. Muss ich ja. Ah, es sind schon wieder zu viele. Warum? Ah, okay, weil dann die Items nicht zählen. Interessant. Wie machen wir jetzt? Können wir den Bereich hier noch, die Ecke noch voll machen. So, und dann haben wir hier ja schon mal unsere ersten 6 Stück. Fehlen noch 3. Ja, noch 3. Und die klemme ich jetzt hier einfach irgendwo hin. Schön weit nach außen. Eins hier. Eins da, eins da. So, so. Wie gesagt, hier gebe ich gar nicht so krass viel dann auf Platzeffizienz, weil wir einfach den Platz hier eh haben. So. Und hier stehen ja auch entsprechend unsere Lagerhäuser. Wir stellen nochmal eins dahin. Wir müssen echt aufpassen, ne? Weil er kauft hier mal Anteile. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass er uns nicht eine der wichtigen Inseln wegkauft. Was ist hier das Problem? Weiß wieder keiner, ne? Die Eisenminen brauchen halt immer noch ganz gut Arbeitskräfte, ne? Eine davon müsste ich auf 0 senken. Nerv mich nicht. Das Kraftwerk läuft. Tauschen das mal. Ich habe keine extrem laute Glocke mehr. Nice. Habe ich hier noch eine rumfliegen? Weil ich muss ein Kraftwerk... Ne, habe ich nicht. Okay. Sollten wir das vielleicht auf die 1 schieben? So wie wir das die ganze Zeit schon machen mit Dingen, die man jetzt eigentlich mal einfach angehen müsste. So. Weil sonst funktioniert ja die ganze Insel nicht, weil kein Strom da ist. So, außerdem müssen wir hier definitiv definitiv mehr Dünger produzieren gleich noch. Aber wir müssen erstmal, bevor ich mich um sowas wie Lifestyle-Waren kümmere, müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir überhaupt alles für Investoren haben, was sie so grundsätzlich brauchen. Lebensqualität ist dann Bonus obendrauf. So. Ja, guck mal, das war zum Beispiel richtig smart, weil da soll ja eigentlich eine Straße hin. Schon besser. Irgendwas ist kaputt gegangen. Weil es in allen... Bitte sagen wir nicht, dass da irgendwas mit meiner Palastinsel ist. Haiti steht noch. Gut, warum haben wir jetzt hier zu wenig Arbeitskraft? Was ist denn passiert?
fehlt Arbeiterarbeit. 15 Arbeiterarbeitskraft fehlen. Ah, ich habe die Mine hier in Betrieb genommen. Die brauchen ja eh null. Ah, folgendes ist passiert. Wir hatten mal mehr Arbeitskräfte für Expansion. Jetzt wo ich... Guck mal hier. Das haben wir verloren. Weil er seinen Anteil zurückgekauft hat. So, und jetzt funktionieren die Inseln auch wieder. Ja? Gut, hier sind wir noch bei minus 50 Arbeitskräften. Aber es sorgt immerhin dafür, dass die Kraftwerke mal laufen. Das kann ich by the way auch anmachen. Obwohl das Problem ist eher zu wenig Öl als alles andere. Okay. So, hier läuft aktuell natürlich nichts, weil wir haben keine Fruchtbarkeit dafür. Wir brauchen den Mais hier aber nicht. Das heißt, wir drehen das jetzt zu Stucki. Das Ding hat keinen Anschluss. Das ist äußerst unschön. Sagen wir es mal so. Ja, weil hier eigentlich eine Straße durchlaufen muss. Haben wir dafür eine extrem schlaue Lösung? Menschen lassen sie hochleben. Haben wir wohl, wa? Anders funktioniert das ja nicht. So, Gennaro Garibaldi ist fertig geworden. Was schon mal sehr erfreulich ist. So. Ja. Nächstes fucking Problem. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es. Jetzt muss nur noch der eine Tankhof hier betankt werden und dann läuft das Ganze tatsächlich genauso, wie es soll. Wir produzieren genug Treibstoff, das passt alles wunderschön. Wir könnten hier gleich nochmal ein bisschen, theoretisch ein bisschen Öl produzieren. Einziges Problem ist, die Ölquellen hier zum Beispiel stehen halt nicht weit nah genug zusammen, sonst würde ich die halt mit einer nehmen, weil kostet halt auch 14 Arbeitskräfte, aber das geht leider nicht. Noch irgendein Tankhof. Also nur dieser Tankhof hier fehlt noch. Mein Traktorscheune ist es ja. So, jetzt sind wir. Höh? Ah, jetzt sind wir auf 0. Okay. Bedeutet für uns 75 Tonnen Kakao. Ist es auch das, was wir geplant haben? Wir haben 79 geplant. Wahrscheinlich ist irgendein Silo nicht. Ah. Ha. Guck mal. Jetzt haben wir sogar 83. Also irgendwas stimmt da nicht so 100% in der internen Kalkulation. Aber ist uns auch egal, solange es läuft. So, wir benötigen hier mittlerweile Dünger. 4 Tonnen. Wir produzieren auf Manola. Weniger. Das ist nicht gut. Wie viel Mist produzieren wir denn? Mehr. Das ist doch super. Dann können wir doch einfach hiervon noch einen bauen, oder? Vorausgesetzt, wir hätten den Stahl dafür. Was wir nicht haben. Wir bauen das Ding auch. Hä? Ich habe echt gar keinen Stahl, das ist echt witzig. Auf Manola. Also witzig ist es eigentlich nicht, aber den nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Veras. Das nicht vergessen. Den können wir auch schon mal mitnehmen. Den brauchen wir auch noch. Auf nach Manola. Yippie. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Die Handelskammer hier unten steht noch nicht, aber es ist noch nicht so schlimm, weil wir noch nicht so viel Zucker brauchen eigentlich. Beziehungsweise noch einfach volle Lager haben. Wir werden wahrscheinlich hier unten irgendwie Zucker einfach herstellen, weil wir bewegen uns hier. Die geniale Erfindung ist vollendet. Die Traktorscheune mitnehmen. Ich bin am struggeln, ob wir müssen es braun mitnehmen, weil die bringt halt
5 Tonnen Kakao. Ihn nehmen wir mit, weil der bringt mehr Produktivität. Das heißt, wir haben 4,30 und dann nehme ich noch 2 für einfach für Produktionssteigerung mit. Das heißt, wir sind, wenn ich es jetzt schon wieder nicht finde, hier können wir übrigens mal auf 9 stellen, da wird es übersichtlicher, bei 530%, weil wir hier die Arbeitskraft nicht hochdrehen auf Manola. So, übrigens sind wir dabei 0. Sehr schön, das heißt, wir brauchen mal gerade 3 Stück. Das ist nicht so viel. Das ist ja eigentlich ganz geil. Ja, man könnte die auch mitnehmen, aber das mache ich nicht. Sehr schön. Da können wir doch glatt nebenbei noch irgendwie Baumwolle hier produzieren oder so. Da machen wir einfach genau das gleiche. Das sind nämlich auch genau die gleichen Items. Ah ne, hier ist Gartenbauer Hermann wieder dabei. Den haben wir aber nicht dann. Nehmen wir den dann nicht? Ja, wir füllen die Handelskammer einfach auf, oder? Was ist denn, wenn wir hier 50% Produktivität verlieren? Wie viel brauchen wir dann? 4 Stück? Ja, komm, machen wir. Weil dann können wir nämlich hier Baumwollplantagen, wahrscheinlich klippe ich die beiden mitnehmen, plus ein Ferras, ein Wunderflug, das heißt, wir haben die beiden natürlich. Düngersilo on top. Aber ja, einfach 100% nochmal, sind wir bei 500. Dann braucht man nämlich auch nur noch 3 davon. Ja, können wir die nämlich zusammenstellen. Vielleicht können wir das gleich mit, können wir da auch noch irgendwie Orchideen oder so mit reinklemmen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. So. Dann haben wir das hier unten, ne? Dann haben wir Zuckerrohr und Baumwolle, weil wir haben nicht so viel Handelskammern. Also lass uns doch kombinieren. Warum nicht? Vielleicht stellen wir da sogar auch noch Orchideen mit rein, obwohl die wirklich brauchbare Items haben. Ventilatoren verzichten wir ja drauf. Ja, also vielleicht eher Kräuter oder so. Mal sehen. So. Sind die Items. Oh ja, das ist immer das Schöne an dem neuen Spielstand. Das geht alles immer so schön schnell. Dann können wir hier schon mal Gennaro Garibaldi reinpacken. Schokolatier seiner Majestät. Dr. Ali, also hier den botanischen Direktor. Und wir wollten noch ein Hacienda-Düngerwerk bauen. Und zwar genau hier. So, das heißt, wir sind jetzt bei 10 Tonnen Mist und 6 Tonnen Dünger. Das heißt, wir können gleich noch eins hinterher bauen. Ich versuche die natürlich so zu verteilen, dass ich nach Möglichkeit immer Farben mitnehme. Oh, hier draußen geht bei mir gerade die Welt unter. Mal wieder. Es schüttet mal wieder dermaßen. Okay. Ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Das heißt, ich kann die jetzt hier einfach irgendwie dran setzen an meine Hacienda und gut ist. So, so habe ich nämlich schon mal meine 8 Tonnen, weil mir gerade Journaleros fehlen. Aber 10 Tonnen müssten es jetzt mittlerweile sein. An Produktion für Dünger. Was super ist. So, da muss ich einmal gucken, wir verteilen ja den Dünger hier. Ja, das reicht easy. Ja, das passt locker. So. Dann können wir das Frachtschiff, wir können erstmal das hier kaufen. Ja, danke. Dann können wir das Frachtschiff hier oben gleich mal für eine Route nutzen. Und zwar von hier nach da. Schnappen wir uns jetzt Kakaobohnen. Zack, zack. Gibt es schon eine Manola-Gruppe. Ich glaube, das ist die Manola-Gruppe. Nö, jetzt ist es die Manola-Gruppe. Ah doch. Ja, das ist die Manola. Wir nennen sie aber Neue Welt, weil wir da so ein bisschen ganzen Kram reinschieben können. Der innerhalb der neuen Welt abgeht. Das war es eigentlich schon. Wir müssen aber definitiv einen besseren Weg finden, um an Schiffe zu kommen eigentlich. Weil die immer nur zu kaufen ist auf Dauer eigentlich ziemlich kacke. Ja, die Baumpflegerin könnte nochmal für
Hätte für Kakao noch mal eine Möglichkeit sein. Ah, ne. Grundsätzlich eine Möglichkeit sein können, aber den Tabak produzieren wir einfach kurz selbst. Tabak können wir noch auf Manola machen, guck mal. Den nehmen wir immer mit. Die Perlenmutter kaufen wir mal eine von. Damit ist auch Schluss. Bodenmalerin braucht kein Mensch. Noch ein Salvador. Es ist übrigens wieder das, ne? Guck mal, wir suchen keinen Salvador. Und kriegen ihn en masse. Also en masse, ne? Ja, guck mal, hier ist noch einer. Cecilia ist das falsche Item. Gar keinen Bock auf Krieg gerade. Gut, nehmen wir den mit. Und jetzt warten wir kurz, weil das Rollen schon wieder so verdammt teuer ist. Aber die Schokoproduktion sollte gleich anlaufen, wenn das Schiff zum ersten Mal kommt. Brauchen wir so viel Schokolade? Oder habe ich mich schon wieder verkalkuliert? Insgesamt. Ne, passt schon. Ist trotzdem ganz schön viel. Ah, die Kaffeerösterei. Hä? Ah, die Kaffeeröstereien habe ich doch hier mit drin. Ah, ich produziere mehr Kaffee. Deshalb. So, weil wenn ich die jetzt mal pausiere und jetzt einfach mal reingucke bei Schokolade, sind 47 statt 46. Das passt sogar. 340%. Was verpasse ich gerade? Ah, die sind jetzt schon bei 350. Ups. Und dann kommt noch Charlotte dazu. Das heißt, wir sind bei 390. Da wollen wir hin. Und dann brauchen wir auch nur 11 Stück. Ich habe 12. Welche passt am schlechtesten hier rein? Die da. Weil dann kann ich so noch ein Lagerhaus reinsetzen. Guck mal. Ja, spart halt Arbeitskraft und ein bisschen Geld, ne? Von daher mitnehmen. Und selber durch den Standhaften habe ich jetzt fast auch schon genug. Das ist eigentlich ganz schön. Ah, da, 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 da. Wir müssen wirklich irgendwie mal einen Weg finden. Und wir können auch hier mal eine Dampfschiffwerft hinsetzen. Warum machen wir das immer nicht? Dampfschiffwerft. Jetzt haben wir hier unten keine Dampfmaschine. Das ist aber nicht so schlimm. Habe ich ein paar von. Dann können wir da nämlich gleich mal einen Anteil zurückgekauft. Dankeschön. Bringt uns außerdem ein bisschen Geld, was wir aktuell nicht haben. Weil, ja, Schoki ist halt immer noch Spare, ne? Da arbeiten wir noch dran. Ich bin am Überlegen, was das Thema Wandteppiche angeht. Weil wir brauchen halt schon echt ein bisschen was, ne? Also, ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir so ein bisschen overachieven, was so Kaffee zum Beispiel angeht. Oh. Nice, wieder Versorgungspakete, voll nett. So, wir haben hier 250 und wir brauchen 244. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und wir können das jetzt nur noch immer noch ein bisschen hochdrehen, wenn wir das Pensum drehen. Ne? Das geht auch noch, genauso Schokolade. Oh, nice, guck mal, hier war schon das erste Schiff. Können wir gleich mal eine Route einrichten. Machen wir so, damit hier hinten auf jeden Fall Schokolade ankommt. Ja, hier soll natürlich Schokolade hin, die können wir auch hier gleich mal freigeben wieder. Bringt auch nochmal gut Geld dann. Aber wichtig ist auch, dass sie auf der anderen Insel auch landet. So. Guck mal, jetzt können wir schon mal 2 Stück bauen. Das ist doch sehr schön. Jetzt haben wir natürlich keinen Einfluss mehr. Da müssen wir einfach das Stadion. Wir müssen das Stadion ja bemühen, sonst kommen wir ja gar nicht voran. Wir können gleich mal gucken, wie viel wir dadurch schon so. Ah, hier haben wir nicht. Wir wollen Rum, Bananen und. Was ist
bisschen das letzte. Fußbälle, glaube ich. Was ja auch logisch ist für ein Fußballturnier. Warum brauchst du Pigmente? Man braucht Fußbälle. Gut, Bier kann ich auch verziehen, aber so. Wir haben schon 175 über die Meisterschaften geholt. Das ist mehr, als unsere Ingenieure uns bringen. Also, ja, das carried schon ein bisschen. Ah, danke. So, wo ist mein... Ich habe hier kein Frachtschiff mehr. Stark. Habe ich dafür auch genug Einfluss, um das zu kaufen? Ja, 12 Einfluss kostet das. Na, die 800 Karpfer ich jetzt, um hier halt Schiffe kaufen zu können, ne? Ja. Super. Und wir müssen auch auf jeden Fall noch auf irgendeine Insel Einwohner in der neuen Welt basteln, damit wir die Post zusammenkriegen, weil das hier reicht halt nicht. Also das ist halt... Naja, unsere 16 Tonnen hier Überschuss... ...höhen, aber auch nicht sonderlich zielführend. So, wir können schon mal... Wir können noch mal gucken, und zwar können wir ja Tabak da mit rein kombinieren. Das fehlt uns ja auch noch. Erstmal... Können wir hier auch Salvador in Standhaft mitnehmen. Wir nehmen auch eine Torcedor Lucia mit. Dann brauchen wir nämlich Bretter statt Holzturnieren. Ist einfach ein bisschen entspannter zu produzieren und macht jetzt hier so einen Riesenunterschied. Zigarrenmanufaktur. Den kannst du eigentlich vergessen. So, der bringt gar nichts. Ne? Das ist zwar irgendwie ein legendäres Item, aber ist absoluter Crap. Wir nehmen Salvador Feras Torcedor Lucia. 40% Produktivität statt Holzturnieren, Bretter. Besser geht's eigentlich gar nicht, ne? Das ist schon ziemlich nice. Dann haben wir die drei hier, die bringen uns 190% Produktivität. 290 mit Strom, macht 390. Da habe ich mich hoffentlich heute diesmal nicht verrechnet. Das heißt, wir brauchen drei davon. So, wir haben hier Traktorscheune, wir haben hier Düngersilo, wir haben hier Dr. Ali Al-Sahir. Das heißt, wir haben hier nochmal 80% obendrauf. 480 macht 7 Stück. Das könnte ich alles zusammen in eine Speicherstadt kriegen. In eine Speicherstadt, in eine Handelskammer. Ja, komm, nerv mich nicht. So, ne, weil wir haben ja hier relativ viel Platz eigentlich. Das Einzige... Ah, fuck. Nee, ist gar nicht schlimm. Wir haben ja hier gar keinen Ölhafen. Ha, wir haben ja hier bisher gar kein Öl. Das heißt, wir können ja einfach... Das ist ja gar kein Problem. Komm, wir hauen hier einfach einen Ölhafen hin. Irgendwo, wo er auch mal hinpasst. Na komm, den bauen wir direkt mal. Dann bauen wir da direkt einen Tankhof hinter. Also... Kann ich jetzt nicht bauen, weil der Tank auf mich steht, aber ne, you get the point. Und dann können wir einfach drüber und drunter Felder legen. Das heißt, wir ziehen dann hier eine Steinstraße rein. So. Und dann haben wir unseren Tankhof. Wir müssen da nur Öl ranliefern, aber das kriegen wir ja hier. Hier mehr 13 Ölquellen. Meine Güte, da kriegen wir schon was zusammen, ne? Man könnte theoretisch, wenn wir die Bauxit vorkommen, aber die nutzen wir nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind. So, ne? Nice. Dann haben wir hier noch eine Handelskammer. Fehlt immer noch Kakaobohnen. Das eine Schiff ist halt einfach zu langsam. Das ist halt einfach zu wenig so. Na, guck mal. Also die Hälfte von dem Einfluss werde ich mindestens in Schiffe investieren. Also einfach investieren müssen. Na, guck mal. Sogar fertig. Holen wir nämlich jetzt von hier oben erstmal ein paar Dampfmaschinen und bauen erstmal ein paar mehr davon. Da können wir gleich nochmal ein weiteres Schiff drauf machen. Das sollte dann reichen eigentlich. So, mal gucken. Wie viel Produktion haben wir hier? Oh, wäre alle 10 Minuten ein Schiff. Wie schnell ist denn das aktuell? Warum alle 10 Minuten?
Zwei Schiffe. Ah, nee, es sind ja gar keine Great Easterns. Das heißt, sie haben 600 Tonnen. Das heißt, wir bewegen uns eher so bei 7 Minuten. Ja. Ja. Wir brauchen eher so 10. Hier waren es sogar 13. Das heißt, wir brauchen dafür noch ein Schiff mehr. Und wir brauchen vor allem Anlegemöglichkeiten. Wir dürfen nicht darauf warten, anlegen zu dürfen. Dann hast du halt ein Problem. Wie sieht das bei Kaffee aus? Wie viel war das nochmal? Oh, das waren sogar noch mehr. Ja, guck mal, da brauchen wir auch ein drittes Schiff langfristig. Okay. Ja gut, das steht halt still, weil es voll ist, ne? Das ist halt das Problem. Aber Schoki steht auch größtenteils. Ne, wir nehmen jetzt hier mal unten gleich die Handelskammer. Suchen jetzt mal hier nach einer Charlotte. Das ist die Bohnenmalerin. Die Charlotte Schoki, die Schokolikerin sieht auch anders aus. Das braucht man nicht. Ich weiß nicht, irgendwie halte ich die Bohnenmalerin immer für die für Charlotte. Ich weiß tatsächlich nicht wirklich warum, weil die sehen sich eigentlich nicht wirklich ähnlich. So, davon habe ich aber auch genug jetzt. Man braucht gar nicht so viele Items für einen 1 Million Spielstand. Sag mal, bin ich doof? Wie kriegt man hier doch? Die könnte man tatsächlich überlegen zu bemühen hier. Aber aus einer Handelskammer kriegst du halt nichts raus, ne? Das lohnt sich nicht. Also ich glaube, das Spiel will mich hier hops nehmen. Miss Brown, die Landwirtin. Da ist sie doch. Charlotte, die Schokolikerin. Ja, guck mal, hier war. Ne, jetzt sind alle besetzt. Musste schon machen. Also so viele Anlegestellen bauen. Damit das hier sinnvoll runterläuft. So. Dann müssen wir natürlich. Ah, wir haben genug Lagerplatz. Ich habe so eine Faustregel, dass ich bei sowas immer für so viel Lagerplatz sorge, dass alle Schiffe einer Route theoretisch gleichzeitig anlegen können. Ich glaube, Mali, also hier habe ich drüben. Brauche ich nicht. Das heißt, wenn ich drei Schiffe drauf habe, brauche ich mindestens 900 Tonnen Lagerkapazität. Damit, falls die Schiffe alle synchron laufen, auch alle Schiffe dann vollgeladen werden. Sonst kriegst du da halt wieder Probleme. So, aber jetzt dürften wir eigentlich so langsam. Ja, Schokolade steht hier, das ist doch super. Jetzt können wir das nochmal hier wieder anmachen. Das ist auch mal eine gute Idee. Das bringt auch noch mal ein bisschen Kohle rein, ein bisschen Einwohner. Ne? Wir haben ja die 100k ja mittlerweile geknackt. Das ist ja eigentlich ganz geil. Von daher läuft der Punkt. Ja, hier unten kommt dann noch eine Handelskammer dran, aber alles zu seiner Zeit. So, du kommst hier drauf. Ich habe aktuell hier noch ein paar Jornaleros, deshalb ist es nicht so schlimm. So, dann haben wir Gartenbauer Hermann und dann haben wir den. Oh, habe ich keinen Wunderpflug mitgebracht? Smart. Den brauchen wir schon. Davon habe ich hier auch noch einen. Schade eigentlich. Stahl und Stahlbeton bräuchten wir mal wieder. Nehmen wir halt kurz mal die Kolibris, auch wenn die verdammt langsam sind, wenn sie beladen sind. Wir können eigentlich, wir müssen eigentlich gleich ein bisschen Baumaterial mitbringen, weil wir überall auch Traktorschein bauen müssen.
So, und das war's dann wieder mit Einfluss. Ist aber okay für mich. So. Haben wir sogar minus Einfluss, aber es ist nicht schlimm. Das kriegen wir gleich wieder hier. Ja, wir wollen ja auch dahin. Wir wollen hier ja noch das Panorama ein wenig. Pushen, wa? Ah, die Seife ist nicht voll, weil weil ich die gerade habe aufsteigen lassen. So, und sobald wir das haben, können wir hier und hier aufsteigen lassen. Dann gibt es hier auch zwei Einfluss für. Hier auch, hier auch, hier auch. Die hoch, die hoch, die hoch, die hoch. Gleich nochmal. Sehr schön. Ja, guck mal. Jetzt gibt es hier gleich nochmal ein bisschen mehr Einwohner. Es gibt gut Geld nochmal. Ne, wir haben 18 Einfluss wieder. That's what we like. So, das Ding beladen wir mal direkt mit Dampfmaschinen und schicken wir straight nach Manola. Damit wir da halt gleich unsere ganze Produktion machen können. So, guck mal. Jetzt sieht das Ganze doch schon besser aus. Ein Wunderpflug. Und jetzt gucken wir einmal rein. Wir fangen an, vielleicht egal womit. Wir fangen mal an mit der Baumwolle. Warum nicht? Kann man auch anders produzieren, ja. Muss man aber auch nicht. Okay, das ist natürlich unpraktisch so. Aber wir können doch die einfach alle so bauen. So, dann haben wir hier das und das. Dann haben wir hier noch das und das. Und die werden doch beeinflusst davon. Ja, guck mal, da haben wir damit auch alle angebunden. Können wir hier nochmal direkt ein Lagerhaus hinstellen. Außen ist das auch schön. Hier müssen wir noch eine Straße runterziehen. Wo genau wir die hinpacken, gucken wir noch, weil es ein bisschen davon abhängt, wie wir die Felder aufteilen. Am besten wäre es aber, wenn wir kurz auf das Baumaterial warten, weil dann können wir nämlich absehen. Weil hier kommen ja gleich hoffentlich. Ja. Welche? Ah, hier sind aber keine. Ah doch, reicht genau für einen. Weil jetzt weiß ich halt genau, wie viele Felder ich brauche, ne? Es ist wirklich, muss ich sagen, es macht richtig Spaß, so Anno zu spielen. Also klar, so dieses Ganze nicht verschieben können und so ist ein bisschen anstrengend. Aber was Bock macht, ist, man baut wieder Produktionsgebäude, die man seit Jahren gefühlt nicht gebaut hat. Wann habe ich das jetzt mal eine Baumwollplantage gebaut? Also, ich befürchte fast, dass wir das Lagerhaus hier wegstellen müssen, weil ich kriege hier nur noch einmal Felder durch. Ist nicht schlimm, wir machen es anders. Wir haben jetzt davon, ne, wir brauchen ja auch vier, guck mal. Na dann hat sich das ja sowieso erledigt.
jetzt ein bisschen planning on the fly, weil so, guck mal, wenn wir jetzt hier mal die Felder reinziehen, dann sieht man natürlich schon, ne? Erstmal machen wir das hier weg. Das sind natürlich mehr als die 187 Felder, die wir haben. Das heißt, wir machen jetzt aber Folgendes. Wir bauen das jetzt hier. Und anstatt das jetzt hier oben lang zu führen, nehmen wir jetzt hier die weg. Oh, verdammt. Ah, das können wir auch mal ein bisschen smarter bauen hier. So, und jetzt füllen wir quasi diesen Bereich auf und führen dann diese Straße einfach woanders lang. So, das heißt, wir gehen jetzt hier wieder runter. Das ist viel einfacher, als jetzt alles umzumodeln. Und ich hätte das Lagerhaus tatsächlich da auch sehr gerne stehen. Von daher. So. Wir müssen einmal alles ausladen, weil ich Angst habe, dass sonst. Müssten aber genug haben. Ja. Ja, okay. So, aber jetzt können wir einfach hier weitermachen. Zack. Jetzt füllen wir einfach hier auf. Jetzt machen wir das Ganze hier einfach auch. Zack. Gehen hier runter. Füllen das. Und dann legen wir die Straße einfach so. Hier fehlen jetzt drei Felder. Kann man sich jetzt theoretisch hier irgendwo abzwacken. Das heißt, wir machen es aber so. 1, 2, 3. Kommt die hier rein. Dann gucken wir, wo das ist. Und da geht das weit. Es ist jetzt ein bisschen kacke bei Baumwollfeldern, wenn man es echt schlecht sieht. So. Und dann haben wir es schon. Dann stehen die alle. So, das heißt, wir gehen hier rein. 1, 2, 3. Warum sind es? Na egal. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Stück. Jetzt haben wir Zuckerrohr. Zuckerrohr knall ich hier direkt mit hinter. Und es ist wirklich heftig, wie viel Produktion du aus so einer Farm rauskriegst mittlerweile. So, Zuckerrohr bauen wir noch, weil dann steht nämlich unsere 4 Stück, ne? Ja. Dann steht nämlich unsere komplette Schokoproduktion. Und das ist ja wohl mal richtig geil. Also klar, ich muss das hier noch anschließen, aber trotzdem. Wie nervig ist das bitte? Jetzt muss ich das kopieren, dann das hier abreißen und dann kann ich es da wieder hinsetzen. Das ist jetzt nicht schlimm, dass das hier abgeschlossen ist, weil wir führen hier einfach die Straße rum und da kommen dann auch einfach neue 1, 2, 3, 4. Das ist falsch. 1, 2, 3, 4. Das ist richtig.
So, und dann können wir hier nämlich einfach uns unser schönes Schiffchen nehmen, das wir hier, oder unsere schönen Schiffchen, die wir hier rumstehen haben. Und einfach mal so ein bisschen fröhlich da nach Manola ein paar Stahlträger bringen. Denn die haben wir da unten bitter nötig, sonst wird das nichts. So. Wir können aber schon mal anfangen, weil hier haben wir schon alles drin. Das heißt, wir wissen ganz genau, wie viele Felder wir brauchen, nämlich 192 Stück, weil die einfach nicht davon beeinflusst werden, dass wir hier also wir haben hier keine Felderreduktion, deshalb sind die Felder hier relativ hoch. So, 192, ne, das spinnt leider manchmal so ein bisschen, weil jetzt sagt er uns halt, dass wir viel mehr Felder bauen können. Glaube ich. War beim letzten Mal zumindest so. Ne, 192 tatsächlich. On the dot. Ah. Ohne die Items funktioniert das ganz gut tatsächlich. Dann kommt er mit dieser internen. Also er lässt uns ja schon mehr Felder platzieren, wenn wir quasi in der Blaupause schon die Traktorscheune gebaut haben. Aber das spinnt sonst ein bisschen mit der Reduktion aus dem. Aus den Items. Okay. Sehr schön. So, das schließen wir einfach erstmal irgendwie random an. So, damit das überhaupt irgendwie losgeht hier. Können wir hier auch nochmal. Ne, da vielleicht nicht, sondern eher hier außen. Und da. Dann haben wir hier auch unsere erste Produktion quasi zumindest ein bisschen anlaufen. Ne? Wenn die Traktorscheunen hier reinkommen. Kommen wir hier auf ganz, ganz andere Produktivitäten. Also da sind wir dann wirklich nochmal deutlich besser unterwegs. Wir bauen direkt mal einen Öltanker, die kosten halt 5 Einfluss, ne? Die sind so heftig teuer, was das angeht. Aber gut. Kannst du machen, nichts. So, die ignorieren wir auch erstmal. Na, ansonsten läuft das hier aber eigentlich ganz gut. Können uns hier drüben mal die Bestände angucken. Die dürften auch relativ passabel sein. Ja, ein bisschen Schokolade ist tatsächlich auch schon da. Läuft. Ist hier noch Baumaterial drin? Nein, schade. Dann können wir damit mal einmal dahin zurückfliegen. So, läuft eine Forschung gerade? Nee, das ist nie gut. Wir wollen ein paar Ölquellen verschieben können. Und wir müssen nochmal zwei vielleicht zumindest eine Fruchtbarkeit noch anpassen. Ein paar Ölquellen verschieben ist deshalb für uns relevant, weil ich hier ja schon eine Handelskammer stehen habe für Ölraffinerien. Das heißt, ich will hier die Ölquellen rüberschieben und hier im Zweifel einfach noch eine Ölraffinerie hinstellen. So, weil so kosten die halt nur noch 14 Arbeitskräfte durch die ganze Reduktion. Das ist ganz angenehm eigentlich. Oh, warte mal. Ah. Die Benachrichtigung ist weg. Gut, Taborim ist halt, ne? Meine Güte. Aber wir sind mittlerweile bei 113.000. Irgendwo haben wir wieder ein, zwei dazu gewonnen. Wahrscheinlich, gut, ein paar Häuser aufsteigen lassen, ne? Das hilft dann. Wir können hier hinten. Wir haben kein Brot mehr. Ach du Schande. Ja, okay. Ist ja kein Problem. Haben wir irgendwo in der Handelskammer noch Platz für zumindest eine Bäckerei? Am besten eine mit einer extrem lauten Glocke wäre schön. Hier. Das sind 8 Tonnen Brot. Wie viel Brot verbrauche ich? Eine Tonne, okay. Habe ich noch eine Route für Brot? Ja, habe ich. Super. Na, guck mal, Problem gelöst. Ja, hier fehlt uns, also das Öl hier ist ja voll. Was uns hier fehlt, sind einfach mehr Schiffe, die es abholen. So, der Öltanker ist jetzt gleich fertig. Oh, das wird eine lange Folge, aber ich habe Bock. Die macht richtig Bock, die Folge. Das ist richtig geil.
Weil dann können wir hier gleich das Öl abholen. Das ist auch sehr schön. So, guck mal jetzt hier. Also es dauert natürlich, bis der da ist. Aber dann haben wir das eingestellt. Und das ist ja das Wichtige. So, weil dann laufen die. So, dann können wir gleich mal hier das noch verladen. Das tut auch definitiv ganz gut. So, ja, die haben jetzt... Ah, den Tankhof können wir auch gleich nochmal bauen. Und verbinden. Haben ja kein Öl, ne? Aber naja. Den brauchen wir auch nicht pushen, das ist egal. So, können wir das mal ausbauen. Und die laufen auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, ne? Wir haben ja 50, aber wie gesagt, die Tankhöfe, die Traktorscheuen scheppern brutalst. So, und damit steht die ein Teil jetzt, ne? Also, da kommen dann hier noch, kommt noch Tabak rein und so. Aber das machen wir alles noch. Da haben wir ja noch genug Zeit für. Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir haben die Stunde geknackt. Einfach, weil es richtig Bock gemacht hat. Das war eine richtig geile Folge. Ich muss sagen, ich liebe so dieses Farmpuzzeln immer noch. Vielleicht mache ich tatsächlich mal irgendwann einen Spielstand einfach ohne Speicherstadt. Oder zumindest halt, also so Baumaterial importieren muss ich schon machen. Aber ne, ansonsten, weil das finde ich ultra geil. Freunde, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen ganz charmanten Mittwoch. Wir sehen uns nachher im Stream. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.